So, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Neuen Folge Lord of Treasure. Heute einfach mal hier schnelles Video, weil ja, regnet die ganze Zeit. Jetzt gerade mal trocken, bewölkt. Gucken wir mal, jetzt habe ich hier so ein kleines Waldstück. Ist nicht so weit im Wald. Ich gucke mal. Könnte eigentlich, ja, weiß nicht. Ein bisschen Glück könnte ich hier auch was finden. Dann würde ich sagen, wie immer, sehen wir uns beim ersten Signal. Bis gleich. So, hier haben wir das erste Signal. ...42 bis 45. Wurzel oder so. Ah, Wurzel. Okay, schon draußen. Ne? Oh nee. Schwitzwitsch. Batterien. Oh nee. Oh oh. Ne? Ui. Batterien in den Pinpointer. So, hätten wir das Stück Blech. Nur Müll, nichts Besonderes. Und bis zum nächsten. So, hätten wir das nächste. 50. 52. Gucken wir mal. Oh, schön weicher Boden. Okay. Schon wieder so ein Blech. Was ist das? Das war jetzt nur ein paar Meter weiter. Noch ein Stück von dem komischen Blech. Sieht fast so aus wie das andere. Okay. Bis zum nächsten. So, hier haben wir noch was Interessantes. 16 bis 22. Okay. Ah, ich sehe es. Altes Stück Kabel, seht ihr? Okay, ich dachte schon, sieht aus wie ein Ast, aber naja, altes Stück Kabel, ja. Ganz schön alt. Okay, dann bis zum nächsten. So, nächstes. 40, 42. Ah, super, schöne Erde. Gerade eben mal am Pinpointer die Batterien gewechselt. Zum Glück habe ich immer welche dabei. Also jetzt nimmer, jetzt muss ich mal Notiz machen. Ersatzbatterien leer, wieder auffüllen. So. Dann haben wir hier eine alte Hülse, eine kaputte. Nichts Besonderes. Okay, dann bis zum nächsten. So, hier nochmal eins. Springt ein bisschen, irgendwo zwischen 48 und 62. Okay. Ah, super, schon draußen. Aha, besser. Okay. Ja.
Ja, schon besser Pinpointer. So ist besser. Ja, noch eine. Okay. Und noch eine Hülse. Ja, nichts Weltbewegendes. Bis zum nächsten. So, das nächste. 28 bis 32. Falls ihr euch irgendwie wundert, dass es mit der Kamera sich ein bisschen anders anhört oder aussieht, ich habe mir die diese wasserdichte Tauchhülle umgebaut zur Regenhülle. Deswegen sieht das jetzt ein bisschen anders aus von der Optik her. Ist dieser Knick noch ein bisschen mehr draußen. Finde ich jetzt nicht schlimm. Und habe mir dann Löcher gebohrt, damit das Mikro Luft kriegt, sprich Ton. Weil ohne Luft kein Ton, wie ihr wisst. Ne? Also von daher, schon wieder. Ach komm. Déjà-vu, schon wieder so ein Stück Kabel. Okay. Ah. Kabeltag ist heute. Ist auch schon lang nicht mehr. Bis zum nächsten. Hier mal komisches Signal, ich buddel es trotzdem mal. Bis 18, aber ich weiß nicht. Hört irgendwie kratzig an, keine Ahnung. Ah, da ist es schon. Herzig. Hä? Ja, da wollen nämlich jetzt verarschen. Ehrlich jetzt. Ist das jetzt. Nee, ist kein Kabel. Irgendwas anderes. Hä? Sieht komisch aus, ich weiß nicht. Kleines Röhrchen, aber auch nur Müll irgendwie. Nichts Besonderes. Ja, bis zum nächsten. Hier mal komisches Signal, ich buddel es trotzdem mal. Acht bis 18, aber ich weiß nicht. Hört irgendwie kratzig an, keine Ahnung. Ah, da ist es schon. Herzig. Hä? Ja, da wollen nämlich jetzt verarschen. Ehrlich jetzt. Ist das jetzt. Nee, ist kein Kabel. Irgendwas anderes. Hä? Sieht komisch aus, ich weiß nicht. Kleines Röhrchen, aber auch nur Müll irgendwie. Nichts Besonderes. Ja, bis zum nächsten. So, jetzt mal hier nochmal eins. 55 bis 62. Ja. In den Blättern schon. Das ist nicht gut. Ja, da. Da ist schon ein Stück Draht. Ja, ein Stück Draht. Ah, ja. Okay. Dann bis zum nächsten. So, nächstes. 37 bis 40. Oh nee, komm. Auch in den Blättern. Ach Gott, guck dir das an. Noch mehr Draht. Was ist denn hier los?
dicker und dünner Draht gemischt. Hä? Was ist das für ein Scheiß heute? Kabel, Draht, gibt's doch nicht. Hab ich normal, aber nicht. Ach, komischer Wald. Ach, so, bis zum nächsten. So, hätten wir hier eins. Und zwar, ich habe jetzt vorher die Blätter schon weggemacht. ...30 bis 37. Okay, draußen ist schon. Neue Batterien, läuft das? Ne? Hier drin? Ne. Hier. Oh! Cool. Guck mal. Ja, ja, Schnauze. Hier habe ich was. Seht ihr das auf meiner Hand? Ein Münzlein. Oh, das ist aber sehr gut erhalten. Mal gucken, ob wir es sehen. Ist ein Reichspfennig. Zwar. Ja, wir müssen es sauber machen, ich sehe es schlecht. Aber 5 Reichspfennig sind es. Kann man jetzt hier schlecht erkennen. Aber er ist nicht angefressen. Adler, alles kann ich erkennen. Die 5 auch noch ein bisschen, aber ein bisschen sauber machen. Oh, nee, jetzt sehe ich es richtig. Ha, jetzt sehe ich es richtig. Muss mich korrigieren. Das ist ein Reichspfennig, nicht 5, einer. Jetzt sehe ich es. Irgendwie der Dreck. Ja, jetzt könnt ihr das sehen. Hier schön die 1. Auf der anderen Seite. Ja, das ist ein bisschen schwer zu erkennen. Die 1 erkennt er noch ganz gut. Oh, passt doch. Wenigstens zwischen den ganzen Kabel. Hier. Noch ein Münzlein entdeckt. Das ist, ja. Das passt. Bin ich mal schon zufrieden, wenn ich so. Mindestens eine Münze oder so irgendwas finde, eine Schnalle oder so, dann ist das schon super. Ja, passt. Vielleicht finden wir noch eine. Mal gucken. Dann auf zum nächsten. Und auch Tipp für Anfänger. Ich wollte jetzt zumachen das Loch und gucke. Und sehe, da ist noch was. Noch ein Signal. Immer gucken. Ah, okay. Oh! Oh, sehr schön. Noch eine. Ist ja geil. Aber die ist angefressen, das sehe ich. Sonst nichts mehr. Gucken wir nochmal. Jetzt nicht mehr, aber 2 Stück. Aber wie ihr seht, diese hier ist. Die ist komischerweise angefressen. Ja. Passt doch. Aber immer gucken, bevor das Loch zumacht. So, kleiner Tipp. Für die Einsteiger. Immer wieder. Das mache ich immer. Ich grab's aus. Und bevor ich dann zumache. Seht ihr? Ich gehe mal noch übers Loch drüber. Gucken, ob was ist. Jetzt hole ich noch ein Stückchen raus, nicht, dass irgendwas hochkant hier steckt.
Aber ist nichts mehr. Und dann das Ganze mal zumachen. Und dann mal nochmal. Aber da ist nichts mehr. Okay, gut. Zwei in einem Loch. Zum nächsten. So, hier hätten wir noch eins. Pff. 30 bis 40. Ui, ganz weich. Na, scheiß Wurzeln. Hier. Na, komm raus. Kann mich verarschen? Jetzt aber, ey, komm. Was ist das für ein Loch? Scheuert? Ja. Das war Eisen oder so, hä? Irgendwie. Hör mir auf, ey. Das ist nicht normal. Oh, so tiefe Löcher buddel ich aber normal nicht. Lass ich, weil das ist der Wahnsinn. Das ist ein Loch. Na nee, ist klar. Na, sicher. Ist schon tiefer als die Pinpointer. Jetzt geht's aber voll los hier. Ist das? Oh Gott. Eine halbe Schaufel ist schon im Loch hier. Ist ja eh nur Mist. Wollt ihr mich verarschen? Ein Stück fucking Folie? Folie? Folie in der Tiefe? Wollt ihr mich verarschen? Also hier, Kante hier, ja? Folie? Alter! Dafür buddel ich mir jetzt hier einen Wolf. Oh, was für ein Loch, ey. Für ein Stück Alufolie, da leckt mich doch. Ja. Ich glaube auch noch ein gutes Signal. Wollt ihr so tiefer, so was ich, 30, 35 cm. Scheiße. Oh Gott. Okay. Puh. Dann bis zum nächsten. So. Gut. Ich pack zusammen, weil es wird sehr, sehr dunkel jetzt gerade. Es zieht richtig zu. Mal schnell hier die Fundzusammenfassung. Zack, zack. Ah. Ah. So ruhig hier, man merkt, dass einer fehlt. Ich vermisse meinen Freund. Ach ja, ich hab's gleich. So. So, das waren dann hier diese Hülsen, Röhrchen, Kabel, Draht. Kabel, Draht, die Alufolie aus dem Riesenloch. Das war das an
an Schrott, was ich jetzt hier heute aufgepickt habe. Plus, ja, diese zwei Münzen aus einem Loch. Sehr cool, die eine ein bisschen verrottet und die eine ziemlich, diese hier, ziemlich guten Zustand. Ja, finde ich nicht schlecht. Beides ein Reichspfennig. Aber egal, Münze ist Münze, wisst ihr ja. Das ist egal, die werden mitgeholt. Ja, mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr noch mal dabei wart. Ja, wie gesagt, ich habe mich schon nicht so, ja, so ganz 100% erholt, ja, von der Sache. Und ja, deswegen bin ich auch noch nicht so ganz fit, was das angeht. So von meiner Laune her und so noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen angekratzt, falls er das merkt. Also das kommt daher. Das erste Mal, seitdem ich ein Video machen war. Heute. Und ja, also muss wirklich sagen, mein Freund fehlt mir. Ja. Gerade hier besonders auf meinen Sondeltouren, weil als er 3 Jahre alt war, habe ich angefangen zu sondeln. Ja. Und seitdem war er, ja, von 100 Touren bei 99 dabei, sage ich mal. Nur wenn, keine Ahnung, wenn es gerade nicht ging oder ja, eine doofe Stelle war, wo ich nicht laufen lassen konnte. Aber ansonsten war er halt immer dabei. Ja, jetzt schon ganz schön einsam. So nach 8 Jahren fehlt schon. Gut, dann, ja, Himmel ganz grau, nicht so dolle. Jo, dann wie gesagt, danke, dass ihr dabei wart. Hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Demnächst habe ich noch so anderes kleines Hardware-Update, einen kleinen Stealth-Detektor. Auch für den Herbst und so. Aber seht ihr dann, will ich nicht so viel verraten. Jo, ansonsten wünsche ich euch dann schönes Wochenende. Steht ja jetzt bevor. Jo, macht's gut, an alle Sondler gut Fund. Haut rein. Jo. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.